In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du die Integration durch Substitution zum Integrieren ganz einfach anwendest. Moin moin zusammen, du möchtest eine Funktion integrieren, aufleiten oder dessen Stammfunktion bilden. Alles dasselbe Blödsinn. Und nun wollen wir das anhand der Integration durch Substitution anwenden. Bevor wir da loslegen und diese Funktion ein bisschen in den Spitzkasten nehmen, ich habe auch Videos zu der Variante, der Aufgabe, der, falls du da ein bisschen Kopfschmerzen kriegst, wenn du das schon siehst. Alles unten in der Beschreibung reinziehen, dann kannst du es definitiv. Nun anhand dieses kleinen erotischen Beispiels. Die meisten Studenten fragen mich, Andi, woher weiß ich denn überhaupt, dass ich die Integration durch Substitution anwenden muss? Ganz einfach. Schau dir kurz diese Funktion an und stell dir vor, dass du, kleiner Schlingel da draußen, diese Funktion einen Moment lang ableiten möchtest. Richtig. Du tust so, als würdest du ableiten wollen. Also, Klammer auf, x² minus 4, Klammer zu, hoch 3 mal 2x. Wie würdest du das ableiten? Mit welchen Regeln? Naja, zum einen mit der Produktregel, weil ich eine Funktion meiner Funktion habe. Aber diese Funktion hier ist ja innerhalb einer Funktion. Aber diese Funktion hier, diese hoch 3, die hat eine Funktion in sich drinnen. Man kann sich so vorstellen, dass vorher das in der Klammer hier ein x war, mache ich mal hier hin, und das war hoch 3. Und statt dem x steht dann nun x² minus 4. Also wurde sozusagen die hoch 3 hat eine Parabel geschluckt. Also nochmal zu Deutsch, eine Funktion innerhalb einer Funktion. Und dann würde ich normalerweise die Kettenregel anwenden. Und jedes Mal, wenn du die Kettenregel anwenden musst, aufgrund dieses Tatbestandes, dann ist es Integration durch Substitution oder zum Beispiel die Partialbruchzerlegung in den meisten Fällen. Deswegen tue ich immer kurz mal so. Produktregel wäre eigentlich partielle Integration, aber weil wir darin noch die Kettenregel haben oder allgemein, sobald du die Kettenregel hast, wenn du es ableiten würdest, dann weißt du, aha, beim Integrieren brauche ich die Substitution. Sehr schön. Gut, und nun tun wir mal so, wir wollen das Ganze hier aufleiten. Das ist ein unbestimmtes Integral, dazu komme ich noch später. Dx. Ja, und das heißt, der leitet diese Funktion auf. Ich kann statt Integral dx, kann ich natürlich auch schreiben Integral, dann die Funktion und dann dx. Gibt es verschiedene Schreibweisen, bedeutet aber dasselbe. Bedeutet einfach, leite mir, du alter Bock, diese Funktion bitte auf. Alles klar. Nun schauen wir uns mal die Formel hier an. Und die sagt im Endeffekt aus, bilde das Integral, aha, genau dasselbe, als was ich hier vorhabe, von f von einer Funktion in f, da ist irgendwas verkettet, das hatten wir ja gerade, und das mal die Ableitung von dem, was da drinnen ist. Und wenn das der Fall ist, wenn dieses Szenario zustande kommt, dann darfst du einfach das hier setzen, das zeige ich dir auch gleich, und ganz im Integrieren. Und darum geht's. Wir substituieren hier etwas, und zwar einen komplexen Pakt. Was ist denn für mich komplex? Naja, viel schöner wäre es doch, wenn hier nur stehen würde, x hoch 3 mal 2x. Weil dann könnte ich das ganz simpel integrieren. Oder noch schöner wäre es doch theoretisch, wenn es einfach nur x hoch 3 dastehen würde. Das wäre doch auch super easy. Mit den Basic-Integrationsregeln könnte ich das aufleiten. Ansonsten, falls du das noch nicht verstanden hast, Video unten in der Beschreibung reinziehen. Okay. Und darum, weil eben ich merke, dass die hoch 3 nicht das Problem ist, sondern diese x² minus 4, mache ich auch folgendes. Ich sage, hey, du kleiner Bad Boy, du bist für mich das Problem, also nenne ich dich mal T. Du bist jetzt für mich T, ich habe dich substituiert. Ich habe jetzt gesagt, T ist gleich x² minus 4. Weil substituieren ist wie was austauschen. Statt, dass du mit deiner Mama ins Kino gehst, gehst du halt mit einem Kumpel ins Kino. Das ist Substituieren. Du nimmst deine Mama und tauschst gegen den Kumpel aus. Und das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe eben das Innere mit T substituiert ausgetauscht. Und dieses T, das leite ich jetzt ab. Siehst du gleich warum. X² minus 4 abgeleitet ist ja 2x. Hoffentlich Basic Ableitungsregeln, ansonsten auch Video auf meinem Kanal reinziehen, ist echt geil. Und nun erkenne ich doch Folgendes.
dass das hier drinnen t ist und t abgeleitet 2x. Und jetzt schauen wir hierher. Hier steht auch 2x. Und nun mit dem Wissen im Kopf. Ich weiß doch, dass dieses x hoch 3, was ich vorhin gesagt habe, geschluckt hat eine Parabel. Aha. So, wenn das f ist, x hoch 3, f von, und statt x habe ich es ja nicht mehr hier, sondern ich habe stattdessen ja x Quadrat minus 4 hoch 3. Ja, ich habe das x ausgetauscht mit dem, aha, diese f-Funktion hat diese Parabel geschluckt. Ja, f von dem hier innen drin und dessen Ableitung ist da draußen. Und das ist es ja auch. Das hier drinnen, x Quadrat minus 4 abgeleitet, ergibt 2x. Und das 2x ist dahinter. Dadurch erkennst du jetzt, aha, der hat dieses f von bla bla bla, das ist im Endeffekt diese hoch 3. Das ist meine f-Funktion, dieses x hoch 3. Innen drinnen habe ich ja hier das hier und das ist ja das hier. Aha, das ist dasselbe. Und dessen Ableitung ist ja hier. Und darum, weil das jetzt so gegeben ist, das war jetzt sehr ausführlich mit dieser Formel, kann ich das gleich zu dem umwandeln. Ich erkläre es gleich nochmal ein bisschen pragmatischer. Aber dadurch kann ich jetzt Folgendes sagen. Integral und nun eben dieses schöne Zeichen hier von a. Die Grenzen verändern sich dadurch, dass du substituiert hast, werden deine Grenzen anders. Deine Grenzen sind nicht mehr von a bis b, sondern jetzt halt in Abhängigkeit von deinem Substituierten. Aber das ist ein anderes Thema. Und auch hier, das ist einfach eine Formalie, die musst du einfach mitmachen. Die Grenzen haben sich jetzt einfach verändert. Und dann ist es nicht mehr d von x, sondern d von t. Warum ist es jetzt d von t? Ja, weil du das gemacht hast. Du hast es doch t genannt. Das Ganze ist nun in Abhängigkeit von t, kannst du dir vorstellen. Das, was das Problem war, diese x² minus 4, weil die in der Funktion drin ist, weil durch den Schlingel muss ich ja eben die Kettenregel anwenden beim Ableiten. Diese x hoch 2 minus 4 habe ich zu t substituiert. Und nun nehme ich ganz normal meine Funktion f, was ich ja gesagt habe, aha, dieses hoch 3, dieses x hoch 3, was eben diese Parabel geschluckt hat. Aber diese Parabel habe ich ja zu t umgewandelt. Und deswegen passiert jetzt halt Folgendes. Hier steht hier f von und dann eben unser t. Also hier. So. Das darf ich jetzt machen. Ich mache genau diesen Move. Und jetzt dann mit den Farben würde dir Folgendes klar. Ich habe das zu t gemacht. Also schreibe ich auch hin. Klammer auf. T, Klammer zu. Klammer blieb. Das würde zu t. Klammer zu bleibt. Und das Ganze ist hoch 3. Fertig. Ich weiß, es klingt ein bisschen strange, was ich da gerade gemacht habe. Aber weil ich erkannt habe, dass dieser Aufbau gegeben ist, darf ich das einfach zu dem hier formen, weil da steht doch, das komische Zeug hier ist gleich das komische Zeug. Und dadurch habe ich das hier. Und jetzt ist der Vorteil damit, dass ich das jetzt ganz simpel integrieren kann. Das vorher, das konnte ich nicht integrieren. Deswegen habe ich substituiert, habe erkannt, dass die Ableitung von dessen, was ich substituiert habe, hier dahinter schon steht. Und darum ist das hier gegeben und darum darf ich das zu dem hier umformen. Und nun darf ich das ganz normal integrieren. Das heißt, schau mal her, t hoch 3 integriert, also aufgeleitet, ist ja, wie mache ich das, Basics-Regeln, die hoch 3 mache ich plus 1, also steht hier t hoch 3 plus 1 und das Ganze nochmal 1 geteilt durch 3 plus 1. Ne? Ich mache im Endeffekt die Hochzahl plus 1 und das, was da rauskommt, das ist nämlich eine 4, das ziehe ich mit 1 geteilt durch davor, also 3 plus 1, diese Potenz, dieses 3 plus 1, 3 plus 1, nach vorne gezogen, das ergibt 4, das hätte ich auch gleich im Kopf machen können, mit 1 geteilt durch mal t hoch 4. So habe ich das integriert. Basics-Regeln, aber da ist nochmal sehr ausführlich erklärt. So, und da mache ich die eckigen Klammern rum, muss aber wieder meine Grenzen hinmachen. Wichtig, nicht vergessen. Also, das ist in Abhängigkeit von a, das ist das Geschirrhöchstchen in Abhängigkeit von b. Und nun,
Da habe ich natürlich auch, ne? Ich habe es nur jetzt ausführlich für dich gemacht. A, B, den Schritt kannst du theoretisch weglassen, geschnallt sich in B. So, jetzt habe ich integriert. Also nochmal langsam. Ich habe hier eine Funktion, wenn ich sie angucken würde und ableiten, müsste ich Produktregel plus Kettenregel. Kettenregel, ping, Integration durch Substitution. Was mache ich also als allererstes? Ich substituiere das in der Klammer, den Schlingel, warum ich überhaupt die Kettenregel anwenden muss, nämlich das in der Klammer. Das nenne ich T. Ich substituiere es zu T. Mach das hier hin, leite das Ganze ab. Erkenne, dass dasselbe wie die Ableitung, dass das schon da steht. Und dadurch darf ich diesen Trick machen, dass ich sage, alles klar, das hier habe ich, das habe ich zu T das Innere gemacht, schreibe ich hin. Das Ganze mal hoch 3, passt auf, diese mal 2x, die verschwindet einfach, weil ich ja diesen Ansatz anwende. Das musst du einfach nicht verstehen, das musst du halt einfach machen. Und dann steht es nur noch da und kann mit den Basics-Regeln integrieren. Falls das anders dasteht, das erkläre ich aber auch in den anderen Videos, falls der jetzt halt hier 5x stehen würde, dann musst du da noch einen kleinen Trick machen, das erkläre ich in dem Video hier zum Beispiel, das ist unten in der Beschreibung. Oder falls der jetzt halt irgendetwas nicht mit x stehen würde, sondern x hoch 3, x hoch 7 plus irgendwie was anderes, dann musst du eh die Partialbruchzerlegung machen, aber das ist in einem anderen Video. Der Punkt ist bei der, dass ich ja, bei der Aufgabe habe ich das Glück, dass das Identische ist, und dass ich dann diesen Trick anwenden darf. Habe das integriert, was ich eben hier hatte. Und nun, weil es fertig integriert ist, ich bin theoretisch fertig, substituiere ich zurück. Anfangs mit Mutti ins Kino, dann stattdessen mit Freund. Jetzt mache ich Folgendes. Ich tausche wieder den Kumpel gegen meine Mama. So mache ich das einfach. Also tue ich das Ganze zurück substituieren. Zurück. Sub. So, mache ich also, das t wird wieder zu x hoch 2 minus 4. Das heißt, dann steht hier, eckige Klammer, was habe ich da? Ein Viertel, Klammer auf, und das t wird wieder, mein Kumpel wird wieder zu meiner Mama, also x Quadrat minus 4. Das erinnert mich, ich muss mal wieder Mama anrufen. Übrigens macht es auch ab und zu, ist ganz wichtig, die will auch mal was von dir hören. So, also haben wir hier x Quadrat minus 4, Klammer zu, hoch 4, enge Klammer zu. Und weil ich rücksubstituiert habe, haben sich auch wieder meine Grenzen zu a und b umgewandelt. Also Pauz. Und nun ist das Ganze fertig integriert. Ich habe nur das t hier, das, was ich schon integriert hatte, da, t hoch, da habe ich integriert, mit den ganzen normalen Regeln. Und dann habe ich das zusammengerechnet. Und dann habe ich das t wieder gegen das hier ausgetauscht. Und dann habe ich die Grenzen auch wieder dazwischen machen müssen, ist halt so, aber die alten, weil ich ja nicht mehr t habe, sondern ich habe ja wieder diese Parabel da drin. Ne? Und nun habe ich meine Stammfunktion. F groß von x ist gleich 1 Viertel, Klammer auf, x Quadrat, minus 4, Klammer zu, hoch 4 und das Ganze noch plus c. Warum? Weil wir ein unbestimmtes Integral hatten. Wir haben Grenzen von a bis b. Wir wissen nicht, wo es lang gehen muss oder wie lange. Also nochmal kurz und knackig, was ist zu beachten? Ich erkenne die Funktion. Schau sie mal an. Tue kurz so, als würde ich es ableiten wollen. Erkenne, aha, Kettenregel, alles gleich im Bärchen. Ich mache das in der Klammer von dem Bad Boy hier. Das leite ich einfach mal. Substituiere ich, leite ich ab, erkenne, dass dasselbe dort steht. Alles klar. Also kann ich strunzdoof einfach sagen, hey, das, was ich substituiert habe, das schreibe ich hier hin. Und das ist ja jetzt T, Mama gegen Kumpel getauscht. Aber nimm die hoch 3 mit. Wichtig, das in der Klammer, dieses hoch musst du dann mitnehmen. Dann integriere ich das Ganze mal, rup, mach das, rechne es zusammen. Dann tue ich rücksubstituieren, tausche Kumpel gegen Mama zurück, paff, und baller das noch hinten, wenn es ein unbestimmtes Integral plus c hin. Gut, ansonsten in den anderen Videos erkläre ich den Fall eben, wo das nicht der Fall ist, kommt nicht exakt dasselbe raus oder brauchst eben die Partialbruchzerlegung. Falls du jetzt von dem Ganzen nicht genug kriegen kannst, ist hier noch eine kleine Übungsaufgabe für dich. Unbestimmtes Integral dx, aha, ich soll 1/2 x² plus 2, Klammer zu, mal x integrieren. Probier es mal selber, mit demselben Ansatz. Denk an, kleiner Tipp, das ist gedanklich hoch 1 und du musst dasselbe Spielchen wie hier anwenden. Lösung kommt jetzt.
Stammfunktion lautet 1/2 Klammer auf 1/2 x Quadrat plus 2 Klammer zu hoch 2 und vergiss nicht plus 10. Falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist doch nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Passiert.